Willkommen zur 16. Folge der Let's Play-Serie. Ich habe mir am Ende der letzten Folge ja mal so ein bisschen hier schon geschaut, wo ich hier, wie es hier vorwärts geht, und ein bisschen geht es gerade eben nicht wirklich so gut vorwärts. Und die Überlegungen wären sicherlich, wo kann ich denn hier insgesamt den Terraforming-Index vor allem am besten hochbekommen. Raketen ist sicherlich ein Teil. Ich habe momentan die Möglichkeit, grundsätzlich Raketen für Wärme- und Luftdruck hochzujagen. Jeweils zwei habe ich hochgeschickt. Die dritte Rakete würde den Multiplikator hier von 20 auf vom 20-fachen aufs 30-fache verbessern. Sprich, ich hätte effektiv eine 50% Steigerung eben durch eine solche Rakete. Das ist ja schon mal ordentlich. Das würde ich auf jeden Fall angehen wollen. Wir müssen noch mal schauen. Es ist insofern nicht ganz trivial. Ich glaube, Uran könnte hier die Problematik, wesentliche Problematik sein. Ich brauche ja da zwei Raketentriebwerke. Das sind vier Uran. Wenn man hier sieht, Iridiumstab und Superlegierung, das passt. Das geht schon. Schauen wir mal, wie es denn bei Uran aussieht. Ein bisschen habe ich, glaube ich. Ansonsten war auch noch gerade die Idee, die mir da gekommen ist. Ja, wenn man hier sieht, ich habe durchaus ein bisschen. Wenn ich die hier zerlege, da kommen ja 9 Uran raus. Also zwei Raketen ist überhaupt kein Problem, wenn ich das jetzt hier gerade mal so sehe. Das wäre definitiv eine Geschichte, die ich da tun sollte. Ich glaube, wenn ich hier schaue, Luftdruck, das sind momentan, also zumindest was den Basisluftdruck angeht, vor allem meine Bohrer. Ich habe nur Bohrer T3, aber so übel sind die nicht. Ich würde da eben vielleicht auch noch so zwei, drei Bohrer setzen wollen. Beim Sauerstoff, ja gut, da hat definitiv hier der Biodom T2 echt gut geholfen, aber da würde ich denken, momentan der eine muss für den Moment mal reichen. Da habe ich doch noch andere Dinge, die da Ausschlag geben. Auf der anderen Seite, so ein Biodom, der bringt über 1000 Parts, also PPQ hier pro Sekunde, denn das schon ordentlich. Also es ist eigentlich auch nahezu eine 50% Steigerung, wenn ich noch so ein Biodom da reinziehe. Wenn man aber eben schaut, also den T2 mit dem Bakterien und Dünger, ja, das wird alles nicht so einfach. Da muss ich, glaube ich, erstmal meine Algen- und Wasserproduktion noch ein bisschen hochbekommen. Ja, wogegen hier, achso, ja, da wollte ich dann auch nochmal schauen. Mit dem Bohrer hier, das ist überhaupt kein Problem. Das einzige Problem, was da entstehen könnte, ist halt Energie. Da wollen wir mal nochmal schauen, wo wir hier stehen. Aber das sieht momentan noch sehr gut aus, nachdem ich ja da zuletzt den einen Generator gebaut habe. Also hier ist kein Problem. Och, wo kam die? Ach so, von der Biomasse. Ja, eine Biomasse-Rakete. Okay, okay. Die Biomasse-Rakete, die erste, die würde das Ding natürlich ums 10-fache steigern. Sprich, wir hätten denn hier 520, so ganz grob. Das sieht natürlich wieder anders aus. Jetzt weiß ich nicht, was die braucht. Okay, das wäre, glaube ich, natürlich hier die erste denn Aktion, weil es insgesamt von der Wirkung natürlich doch am besten ist. Na gut, der Basiswert ist ziemlich klein. Egal. Ja, das war die Geschichte. Und dann wäre natürlich auch noch bei der Heizung ein bisschen was zu tun. Heizung ist eigentlich toll, braucht nur Iridium und ein paar Standardrohstoffe. Das werde ich direkt mal machen, weil das ist ja doch ziemlich einfach. Braucht auch Energie, aber wie wir gerade gesehen haben, Energie ist gerade eigentlich wirklich keine Geschichte. Das machen wir mal direkt. Silizium, Titan und Aluminium. Nachdem wir das hier, oh, Aluminium, muss ich mal, glaube ich, noch ranholen. Aber ja, ich habe zwar einen schönen Aluminiumschrank, aber kaum was drin. Silizium ist auch gerade noch gesagt, da ist durchaus einiges da. Na, dann komm mal ran hier. Das ist ja gerade mal das Einfachste. Außer, dass ich die jetzt hier noch drin aufstelle. Das bin ich so ganz gefällt. Die werden aber denn mit der T4-Variante auch irgendwo nach draußen wechseln. Aber andere Geschichte. So, dann lassen wir gerade vielleicht hier noch, sagen wir mal, für drei Bohrer, 6 Titan, 6 Aluminium. Müsste ich fast zur Aluminiummine da mal hinschauen. Eisen ist auch nicht ganz so einfach. Das ist durchaus ein Problem. Naja, lass uns gerade mal vielleicht hier. Gerade unzufrieden mit den Algen. Naja. Ach je, na gut, und die Futterschränke muss ich auch ausräumen. Sind viele Dinge.
Nehmen wir hier mal gerade mal noch ein paar. Das braucht denn wieder Wasser. Ich wollte nur gerade mal hier ein bisschen die Menge reduzieren, die ich hier mit mir rumtrage. Algen wollte ich hier mit reinmachen, aber das durfte dann perspektivisch auch. Biomasse, naja. Biomasse und Algen kommt hier hin, ja. Dann würde ich den Schwefel mal noch ausladen wollen. Da rein. Oh, überhaupt, Mensch, ich habe gar kein Wasser im Rucksack. Das ist aber schlecht. Das ist nicht gut. Lass uns mal kurz hier hochsteigen. Viele Sachen, die ich jetzt so kriege, brauchen halt Wasser. Deshalb denke ich eben hier auch, dieser eine Wassersammler auf dem Dach, der ist nicht wirklich ausreichend. Hier brauche ich auch einen, aber das sind dann schon wieder gleich dreimal Biomasse. Biomasse, aber beides, naja, gut. Die Biomasse braucht halt Pilze. Gut, habe ich aber ein paar. Tja, schon wieder Aluminium hier. Ich glaube, ich muss Aluminium ran schaffen. Scheint mir gerade angesagt zu sein. Daran hängt es auch. Es sind viele Sachen. Gut, ich würde meinen, lass uns zunächst mal hier die Nahrungsteile ausräumen. Ich glaube, die ist fertig. Ich brauche ja auch Nahrung bald mal wieder. Das sieht hier schon super aus. Hier haben wir auch die Pilze. Für die gerade erwähnte Biomasse. Das könnte auch sein. So. Da haben wir eine Bohne. Soll reichen. Der kann bleiben. Wird wahrscheinlich dann auch wieder noch Wasser wieder brauchen. Ich muss den Wasser sehr, das dachte ich mir schon. Naja, ein bisschen habe ich ja gut, habe ich ja gerade geholt. Zwei Silizium, dann hätte ich zumindest mal Biomasse. Ja. Also, ich sage mal Biomasse, das wird sich wohl auch nicht mehr ändern in diesem Spiel. Ich glaube, das ist ja hier eher so ein Bio-irgendwas-Klumpen. Bio-Kunststoff-Klumpen. Naja. So sei es denn. So. Die kommen hier mit rein. Und dann lass uns doch mal schauen, wie das aussieht. Mit der Rakete. Oh, guck mal, aber es wird ja langsam grün, Mensch. Das war in der letzten Folge, aber kaum hier. Die Hügel hier, das sieht ja schön aus. Naja, hier ist ja gerade hier die Moosphase. Da bringt es halt auch schon Moos, während die hochläuft. So, was haben wir denn hier? Ach, du Schande, Baumrinde und wir brauchen Lürmasamen. Na, das wird einigermaßen schwierig. Naja, wir haben schon ein bisschen Lürmasamen. Gut, die Baumrinde kriegen wir über Zeit in unserem Biodom. Da ist vielleicht sogar schon was drin. Das heißt, wir brauchen das eine Raketentriebwerk, zwei Legierungen, Dünger. Naja, das kriege ich aber hin. Wenn wir dann Baumrinde und Dünger, naja, lass mal gucken. Bohrer war ja auch mal die Idee, aber in der Mangelung von Eisen ist das halt immer nicht so einfach. Haben wir denn hier jetzt vielleicht ein bisschen Eisen gefunden? Ja, haben wir. Ach, das war mit Alu. Ja. Dann würde ich doch mal vorschlagen, da ich ständig erwähne, dass ich Alu brauche, gehe ich denn doch mal hier gerade los. Ich glaube, da im Schwefelfeld, wo ich in der letzten Folge gewesen bin, habe ich auch einiges an Alu gefunden und eingelagert, aber nahezu nichts mit zurückgetragen. Da wäre vielleicht auch mal ein kurzer Ausflug noch hin angesagt. Aber er hat hier schön was drin. Das ist ja auch klasse. So. Hatten wir hier noch Aluminium irgendwo liegen? Ich habe hier eine Menge weggeräumt. Ich glaube in der letzten oder vorletzten Folge auch. Ja, da ist gar nichts mehr, nichts von Belang. Okay, denn
Jetzt haben wir Aluminium. Das ist gut, denn so, mal gucken. Ja, Hydration, ich sehe es. Danke aber für den Hinweis. Fliegen wir mal ein bisschen hier vorbei. So, denn jetzt haben wir, was wir hier brauchen. Und dann mir die Sachen gleich wieder hier irgendwie hin und her drehen. Ich aber... Was ist denn jetzt hier? Was stört ihn denn da? Irgendwas stört ihn und ich weiß nicht was. Gucken wir uns das mal von hier an. Ach so, da ist da drüben das Feld. Ja, ja, ja. Na gut. Müssen wir hier ein bisschen nach hinten ausweichen. Ja, da sind die Geräte da. Sehe ich ein. So. Haben wir noch zusammen. Nee, jetzt fehlt schon wieder Eisen und Titan. Naja, wobei, zwei ist okay. So, also die Biomasse-Rakete. Ich denke, ich schraube mal da eine zusammen. Versuchen wir es mal. Da, also Uran 1, 2. Regierung brauchen wir definitiv einige. Wollen wir mal gucken, so ein Samen, dem Limsa oder Lirma ist das, glaube ich. Haben wir schon ein bisschen. Da ist Lirma-Samen, das ist gut. Dann schauen wir mal in unserem Biodom, ob sich hier schon was getan hat. Ja, wunderbar, sehr schön. Und dann... Iridiumstab und Legierung, dann habe ich mein Raketentriebwerk. Trinken wir mal. So. So. Und dazu kam dann noch einmal dieser Samen und dann war es doch die Superlegierung, oder? Gucken, ob das mit der Rakete klar geht. Ich wollte ja eigentlich ja auch mal übers Dach dann auch mal einen Weg rüber bauen, aber ich merke schon, vor allem wegen Eisenmangel wird das wieder nichts. Lass uns mal schauen, ob ich mir das richtig gemerkt habe mit der tollen Rakete. Ach, Dünger. Ja, ja, ja. Na gut. Okay, Entschuldigung. Dünger. Das war zu hoch. Gut. Aber naja. Die Boden haben wir ja doch ganz gut da drin. Können wir uns direkt wieder neue rausholen. Ja. Ja. Passt. Und Dünger war Algen und Auberginen. Und ich meine Schwefel, kommt da noch einer dazu? Irgendwann muss es doch mal in die Birne hier reingehen. Ja, so ist es auch. Gut, fein. Denn müsste das doch jetzt funktionieren. Es wird dunkel. Super. Damit ich dann auch möglichst hier die Treppen verpasse. Gut, machen wir einen Raketenstart in der Nacht. Ist auch nicht schlecht. Mal sehen, ob der das ordentlich hinkriegt. Rakete steht. Wie siehst du denn aus? Jetzt natürlich nachts ein bisschen anders. Oh, damit grün. Oh, ist ja auch hübsch. Ob die jetzt abstürzt? Ach, jetzt fällt mir gerade auf. Jetzt könnte es natürlich auch damit zusammenhängen, warum das Ding da letztes Mal abgeflogen ist. Hier wegen diesem Modul hier, das ich da habe, dem Labor. Ja klar, da wird die dagegen fliegen. Na gut, jetzt steht die Rakete natürlich unten dran. Ja, mit Sicherheit ist das so. Habe ich doof platziert. Kann ich das irgendwo anders hinbauen? Naja, ich könnte es da an diese Seite setzen. Das müsste gehen. Aber ich würde sagen, für den Moment
Da es ja trotzdem funktioniert, schicke ich die Rakete jetzt mal hoch. Die wird wieder hier seitlich runter machen. Gar nicht hingucken. Naja, das war es schon doch schon wieder. Oder kommen sie doch hoch? Hey, die schafft es doch noch. Ist ja witzig. Das ist ja besser. Na gut, okay. So, jetzt habe ich gar nicht geguckt, was schmeißen die noch nebenher runter. Moos verbreitet. Verteilung von einem Bleibwetter Bonus. Okay. Also keine Meteoriten oder solche Dinge. Okay. Wo bin ich jetzt hier hin? Ist alles schön grün. Da werden wir mal das Biolabor da nochmal umplatzieren. Weil so geht das ja nun nicht. Weil das natürlich ja dann wieder mit den Heizungen, aber na gut, das kriegt man ja auch hin. Ist ja ein lösbares Problem. Wenn wir das nicht nach hier, sondern hier anbauen, dann sollte das überhaupt kein Akt mehr sein. Ja, komm mal ran hier. Nehmen wir die mal beide weg. Eigentlich ist es nur für die Heizung blöd gerade. Weil so war das natürlich nicht gedacht, aber naja, nein. Ist jetzt vielleicht auch nicht das Allerschlimmste. So, also zerlegen Biolabor. Passt. Und bauen Biolabor. Kann er sie jetzt schon ransetzen hier? Jetzt hat er es doch wieder nach hier noch ein bisschen, aber ich glaube, das müsste jetzt doch weit genug weg sein. Ja, das ist jetzt da an der Seite. Gut, okay, alles klar. Denn kann ich ja eigentlich. Na. Ich finde die da in dem. Das sieht doof aus. Machen wir sie doch hier hin. Da tut das weniger weh. So. Okay. Das passt. Dann lass uns doch mal schauen. Die Biomasse-Rakete. Ja, das sieht, oh, jetzt flitzt auch die Biomasse. Das war natürlich die Hoffnung. Und beim Luftdruck sieht es auch ein bisschen besser aus. Das war da natürlich auch nicht schlecht. Tja, okay, aber da war ja nur auch noch die Überlegung, eine Wärme- und eine Luftdruckrakete. Und, tja, ist halt die Uran-Geschichte. Ich würde mal wirklich, naja, wobei auf der anderen Seite, wir haben ja eigentlich hier immer so ein Stäbchen zerlegen. Dann sollte das ja eigentlich klar gehen. Komm mal her. So. Push the button. Falsche Seite. Boom. Hübsch. So, eine Rakete für das Raketentriebwerk braucht ja immer zwei Stück. Also haben wir eigentlich da jetzt auch genug. Hier eine Rakete werden wir gerade mal planen. Für die eine Rakete werde ich auch Silizium brauchen. Ich meine, die andere brauchte Kobalt. 1, 2. Was sind jetzt hier? Da war Aluminium. Das kann man mal ausladen. So. Ja, dann brauche ich da natürlich auch noch zwei Iridiumstäbe. Einmal, zweimal. Noch habe ich gut, aber da musste ich dann auch demnächst mal. Aber naja, passt schon alles noch. Eine Legierung. Oh, noch eine habe ich, glaube ich, nicht im Rucksack. So sieht es nämlich aus. Auch die Legierungen gehen so langsam aus. Auf der anderen Seite habe ich doch da, glaube ich, auch noch. Genau, der Bohrer ist nämlich jetzt auch bereit. Und damit ändert sich auch einiges. Wobei, nein. Leider nicht. Ich kann der Extraktor, habe ich jetzt gerade gehofft. Das ist natürlich ein tolles Ding mit dem Bohrer. Luftdruck 495. Das ist eine enorme Steigerung. Aber so viele Legierungen, wie das Ding frisst, ist natürlich auch der Hammer. Osmium ist unkritisch, aber mit den Legierungen, das ist schon mal eine andere Hausnummer. Ich würde aber vielleicht doch mal einsetzen. Ausflug werde ich denn mal doch noch unternehmen. Kurz wieder zum Schwefelfeld. Da war dann auch Uranium, glaube ich, noch im Schrank. Und dann setze ich in die Uranienhöhle so einen Bohrer rein. Aber okay, eins nach dem anderen. Erstmal brauche ich jetzt hier noch Legierung.
Und ich glaube, die Raketen brauchen denn da auch noch ein bisschen. Nehmen wir erstmal noch hier das Raketentriebwerk. So. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das sollte eigentlich klar gehen. Wir werden sehen. Grün, grün, grün. Ach, dann muss ich ja auch hinterher wieder sammeln, weil die werden jetzt natürlich dann auch wieder Meteoriten schmeißen. Ich fürchte, so schnell komme ich denn gar nicht dazu, woanders hinzulaufen. Naja, gut, was soll's. Habe ich mir alles richtig gemerkt? Ja, habe ich doch. Das ist die Uranrakete. Geht's, komm, du fliegst ordentlich. Sieht doch gar nicht schlecht aus. Jetzt passt das auch wieder. Ein bisschen ist er jetzt auch trotzdem abgedreht. Fittig. Was ist denn da passiert? Ist er doch noch irgendwo hängen geblieben? Es ist ja wirklich hier. Muss ich das Ding doch noch weiter, aber viel. Es ist ja wirklich hier. Seltsam, seltsam. Was hier so passiert. Naja, lass uns den erstmal noch fix starten, komm. Ja. Es geht los. Rakete, auf geht's hier. Wir haben das ja schon öfter gesehen. Ich muss in Sicherheit gehen. Hier knallt es doch schon wieder überall um mich rum. Dass die Rakete wahrscheinlich auch wieder schief fliegt. Ist nur eine Vermutung, aber. Jetzt kann ich ja doch schon ganz gut rundherum gucken. Nicht überall, aber es scheppert reichlich. Da ist Uran eingeschlagen. Da hinten auch. Naja, nachdem sich das alles denn ein bisschen beruhigt hat, vom Dach aus, zumindest mal hier so in meinem Bereich, sehe ich schon die meisten Sachen, was eventuell im See runtergeht. Das sehe ich natürlich nicht. Aber, also, ja, wenn ich es nicht gerade beobachte. Aber auf der anderen Seite sehe ich das jetzt auch nicht so schlimm, weil, ja, taucht man halt ein bisschen und dann hat man eigentlich auch ganz gut den Überblick. So, ich würde sagen, da ist auch was runtergekommen. Und jetzt kommen die nächsten Knaller. Irgendwo was zu sehen, da hinten. Schepper, Schepper, Schepper. Da war auch jemand. Das war gerade hier gerade direkt nebenan. Ich habe hier drüber daneben fliegen sehen. Schon schön. Oh, hier ist es ja auch wieder, ja. Macht mir das nur alles vor meiner Haustür. Da hat's, das war rot. Joa, das war ordentlich. Da war was Grünes. Jetzt hat es da hinten eingeschlagen. Naja, das wird wieder eine Aktion sein, das alles einzusammeln. Das hatte ich gar nicht bedacht. Ich habe die Raketen, ja, das war ja jetzt eigentlich die primäre Idee, dass ich eben da die Terraforming werte. Oh, das war hier direkt vorm Fenster. Für Luftdruck und Wärme. Darum ging es eigentlich. Aber ja. Hat sich's jetzt schon beruhigt. Da hinten, da ist schon das Grün direkt zu sehen. Da sind die Trümmer schon. Vielleicht sind sie ins Wasser gekullert. Okay, wir trauen uns mal raus. Ich muss natürlich Wasser. Komm mal her. Dann muss ich auch erstmal noch wieder Zeug ausladen hier. Sonst, ja, na. Gucken, was wir hier noch so haben. Ich glaube, da ist ein bisschen Eisen. Silizium. So viel brauchte ich gar nicht. Die Nahrung nehme ich natürlich mit. Die Baumrinde kommt hier rein und dann werde ich mir auf dem Weg nach draußen auch noch mal Wasser holen. Nee, das war Samen. Passt. Okay, na dann. Da ist einiges vom Himmel runtergekommen, würde ich denken.
Nahrung. Okay. Das liegt sogar auf meinem Dach rum, ist ja witzig. Gib mir mal noch mit ein bisschen eine Bohne auf dem Weg. So. Blumensteuer T2. Ach was. Was brauchst denn du so ein? Oh, das ist aber auch wieder Legierung und Dünger, naja. Aber gut, das kann alles zu seiner Zeit. Jetzt geht's erstmal ins Einsammeln. Wenn das mal ginge. Hier ist wieder überall das Zeug im Weg. Ah, es ist ja Mist hier wieder. Oh. Na gut. Machen wir da, wo wir rankommen. Es ist ja durchaus einige Fleckchen, wo das durchaus gut geht. Nee, hier ist nichts weiter. Gehen wir erstmal hier noch hin. Da sehen wir das Grüne ja schon leuchten. Tja, was haben wir für die Rakete an Uran gebraucht? Eigentlich nur 2 Uran pro Raketentriebwerk, ne? Also, was ich an Uran am Ende rausbekomme, das ist deutlich mehr, als ich reinstecke. An Iridium geht natürlich der Stab rein. Das sind ja der 9 Iridium, das ist eine ganze Ecke mehr. Aber zumindest auch vom letzten Mal ist es ja viel mehr beim Einsammeln der Meteoritentrümmer wieder zurückgekommen, als ich denn da in Material reingesteckt habe. Also was das angeht, ist das definitiv kein Nullsummenspiel, sondern bringt deutlich mehr Ressourcen, als es kostet. Es ist halt nur so, ich brauche insgesamt ja pro Rakete 3 Legierungen und das ist eben doch nicht gar so einfach. Naja, außer ich fange dann doch an und baue mir die Sachen zusammen. Das kann ich natürlich machen, aber sich das überlegt, was das denn wieder für andere Rohstoffe alles braucht, wo die ich auch nicht so ganz trivial. Gut, aber naja, es ist wie es ist. Müssen wir mal gucken. Habe ich noch nicht so wirklich ein Gefühl. Ich habe ja noch Legierung, aber gut, die nächste Rakete, wenn man sich das jetzt denn mal auch an der Stelle vielleicht ausrechnet, die würde ja den Faktor von dem 30 auf 40-fachen verbessern. Das sind effektiv insgesamt ja nur noch 33% Verbesserung. Aber was heißt schon nur noch? So wenig ist das jetzt auch nicht. Weil inzwischen sind ja die Werte, die wir da drinnen stehen haben, auch viel besser. Hier ist noch eine Kiste. Na gut. Jetzt fällt mir auch gerade auf, ein bisschen. Ach, da haben wir ja. Gerade sagen, Luft tanken wäre auch noch mal gut. Aber wir haben ja im Gebiet durchaus einiges hier verteilt. An Dingen, wo ich mal schnell reinhopsen kann. Eins, zwei, drei, das sind zusammen 6 und 3. Cool. Super. Ach, das war gerade die falsche Richtung. Jawohl. Na gut. Aber jetzt schön. Sehr schön. Gut, dann mal weiter hier. Hier liegen überall noch Trümmer rum. Wobei, das kann man so nicht sagen. Hier ist auch einiges frei. Inzwischen. Da kann man mal noch einsammeln, würde ich denken. Hatte ich eben vielleicht auch Uran schon 9 zusammen. Das ist durchaus möglich. Habe ich gar nicht geguckt. Naja. Das ist natürlich super, wenn das hier schon da liegt und die Trümmer weg sind. Gucken wir doch auch direkt noch mal ins Wasser, weil hier irgendwelche Dinge sehen. Und so ist es nämlich. Das ist aber wahrscheinlich, dass hier das gleiche, das Uran von der vom gleichen Meteoriten, wie ich das eben da außen am Ufer gefunden habe. Zumindest würde ich das doch für sehr wahrscheinlich halten. Oh, wir sind fast voll. Naja, ein bisschen lass uns mal noch rumgucken, ob wir hier noch was sehen. Aber auf Anhieb. Gerade ja, oh doch, da ist auch. Was ist das denn? Das ist ja ein richtiger Klumpen hier. Was hat er denn da alles hingelegt? 1, 2, 3, 4, 5. Und
Hier war noch was, da ist einer im Wasser runtergekommen, würde ich sagen. Ziemlich eindeutig, also ich finde, das ist auch sehr gut sichtbar hier, wenn da was ist. Das ist auch schön. Tja, da draußen muss ich fast gar nicht schauen. Da ist ja kaum noch was. Der See geht ja bis eigentlich ziemlich nah dran. Kann ich hier rausfliegen? Naja, nicht wirklich. Aber die Luft. Nee, das geht hier bis an die Berge. Da kann nichts fliegen. Ja, alles klar. Gut, denn ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wenn das hier unter Wasser ist, dann bringt mir das, wäre zumindest auch logisch, keine Luft mehr. Stimmt, okay. Also diesen Shelter kann ich nicht mehr nutzen dafür. Hier mal die Algen. Gut, okay. Dann haben wir im Wesentlichen noch das, was hier rund um die Basis liegt. Und dann kann man da sicher auch noch mal eine Runde drehen. So. Weil bisher habe ich denn doch gut Uran bekommen. Aber Iridium, das war ja nun echt noch nicht so viel. Oh, da ist noch einmal Uranstab. Ja, Uran, die Ernte war reichlich. Und unterm Strich ist das natürlich auch toll, weil ja, das ist ja viel schwieriger ranzukriegen. Das war ja nicht mal ein kompletter Stab bei Iridium, den ich da bisher bekommen habe. Aus den Trümmerlis. Naja, gucken wir mal noch ein bisschen weiter. Wir hatten beim letzten Mal ja auch einen Einschlag, der ging hier durchaus sogar bis hier hinten war das ja mal. Moment, ist hier aber gerade nichts zu sehen. Und hier im Wasser auch nicht. Na gut, es ist auch nicht sehr viel Platz im Wasser. Hier ist aber auch nichts, okay. Hier ist auch noch mal ein See entstanden. Iridium. Tja, also wenn das hier rumliegt, dann haben wir hier aber auch, ja. Dann kam hier auch ein Meteorit runter. Das wäre sonst keine Stelle, wo typischerweise Iridium am Boden herumliegt. Das ist ja gar nicht schlecht, dass wir hier geguckt haben. Er hat zwar versucht zu verstecken hier vor mir. Ja, der Rechner, der Algorithmus, die Automatik, whatever. Ich habe es aber gefunden. Schön. Okay. Die Frage ist auch, wie weit das eigentlich gehen kann, ob die Meteoriten eigentlich auf den ganzen Planeten runterkommen können oder eben doch eher in Nähe meiner Basis haben wir hier noch. Nö. Gute Teile der Aluminiumebene hier scheinen auch inzwischen unter Wasser zu sein. Hier ist auf Anhieb erstmal nichts zu sehen, was aussieht, als ob da Meteoriten gerade runtergekommen sein könnten. Es ist auch keinerlei Rot oder Grün. Ne, das ist nix. Na gut, denn. Aber ja, ich würde sagen, eigentlich erst zwei Iridium-Meteoriten, die ich so gefunden habe. Gehen wir erstmal hier rein und schnappen wieder ein bisschen Luft. So. Wasser haben wir einmal da zur Sicherheit. Das sollte klar gehen. Ja, hier ist auch noch. Ich glaube, in der Ecke war ich vorhin schon mal, habe nicht alles erwischt. Es könnte aber trotzdem sein, dass das ein dritter war. Das ist doch relativ viel. Hier ist nichts mehr. Ich glaube, das waren so. Mein Gott, was soll's. Da ist auch noch rot. Ah, das war dann definitiv auch. Oh, jetzt ist das aber alles frei. Frei zugänglich. Ist ja klasse. Auch oh, guck mal, das viele Rot und Grün ist das hübsch. Und netterweise ist auch noch ein bisschen blauer Kobalt dazwischen. Damit es noch ein bisschen hübscher aussieht. Auch also grafisch ist das einfach klasse.
Gefällt mir unheimlich gut. Jetzt ist es auch dunkel, was mich oft genug gestört hat, aber im Dunkeln sieht man diese leuchtenden Sachen ja nur noch viel besser. Und ich stelle fest, ich habe auch bei diesen Abschüssen, den Zweien, wieder viel mehr Uran gekriegt als Iridium. Kann natürlich Zufall sein. Aber naja, vielleicht ist es durchaus auch Absicht. Einfach weil Iridium kann ich mir ja auch durch schon jetzt durch den, auch da liegt das alles dazwischen auch, kann ich mir jetzt ja auch schon über einen T1-Bohrer im Iridium-Kief holen. Uran aber nicht, der braucht T2. Also Extraktor, nicht Bohrer. Mensch, so viel Iridium hier. Waren das vielleicht sogar am Ende zwei Meteoriten? Na gut, okay. Dann mal rein ins Häuschen, dann können wir über vom Dach aus noch mal gucken. Gucken wir hier noch mal kurz. Okay. Da ist auch noch. Da ist auch noch. Und da hinten sehe ich noch. Na gut, oh, ich bin gleich voll. Ja, ist klar. Das hilft mir nicht viel weiter, außer dass ich jetzt das Wissen habe. Da war noch viel mehr im Wasser, als ich dachte. Und auch noch Iridium. Na gut. Das reicht nicht. Na gut. Prost. Tja, die Ernte hier, das zieht sich denn ja auch. So. Aber oh, ist doch schön. Naja. Machen wir erstmal hier rein. So. Das sollte gehen für den Stab. Ja. Dann gehen wir doch da nochmal ins Wasser. Schwupps. Denke, der Grüne da, das ist wahrscheinlich vielleicht eher ein Rest von einer Ecke, wo ich gerade schon gewesen bin, aber das Rote ist vielleicht doch auch noch ein Meteorit. Irgendwo bin ich da vorhin vorher abgebogen oder vielleicht lag es auch noch alles unter Trümmern begraben. Das ist hier doch noch mehr. Ja. Tja, jetzt könnte es ja, das wäre natürlich cool. Gibt es noch Legierungsraketen, die Meteoriten auslöst, die Legierungen droppen? Ich fürchte irgendwie nicht, aber naja. Eisen. Wenn ich jetzt mal hier bin und das hier alles so leuchten sehe. Sammle ich gerade mal noch Eisen mit ein. Kann man noch ein paar Schränke mitbauen. Was ist denn hier eigentlich? Auch Eisen und Kram. Naja. Drei habe ich noch frei. Die Überlegung war gerade da. Na gut, lass uns da raus. Fix noch ein paar Algen mit einzusammeln, wenn ich hier einmal im Wasser bin. Aber naja, kann ich vielleicht auch noch später. Haben wir noch irgendwelche Sachen, die wir hier schnell auf die Schnelle sehen? Irgendwie nicht. Kurze Orientierung. Da muss ich hin. Ja. Gut. Na denn. Dann machen wir das mal. Das sieht auch gar nicht übel aus. Da sind auch viele Algen zum Ernten. Wir bringen aber erstmal trotzdem Iridium und Uran mal ins Häuschen. Wenn ich da gerade rechts oben schaue, glaube ich, die Raketen, die drei, die ich hier in dieser Folge rausgeschickt habe, die haben da auch den Terraforming-Index ein bisschen Beine gemacht. So, das reicht nicht für noch einen Stab. Aber ich glaube, das Iridium 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da reicht es.
So sieht's aus. Na dann. Okay. Und dann machen wir mal hier noch. Wer weiß, wofür es gut ist. Und dann, ach, hier ist auch gesammelte Werke, irgendwelche Reste, die ich da überall mal hatte, diese habe ich alle bei Eisen mit reingetan, weil ich Eisen normalerweise nicht so viel habe. Titan, Titan, Eisen. Iridium hier mit rein. Habe ich noch einmal Luft mehr bekommen. Na gut. So. Nahrung. Okay. Das ist auch gar nicht übel. Alles in allem super. Lass uns hier mal schauen, wo wir jetzt hier so stehen. Das ist deutlich hochgegangen. Keine Frage. Wärme, Luftdruck, die 50% haben geholfen. Die sind wieder etwas in Bewegung geraten. Die Biomasse fliegt. Sie wird sicher so weiterfliegen, bis wir denn da bei 1000 sind. Und das vom Kilogramm wahrscheinlich dann auf Tonnen umschaltet, würde ich jetzt durchaus erwarten. Und ja, aber trotzdem, das ist natürlich wirklich viel besser so. Moos haben wir rechts bei den Terraforming-Stufen zwischen 45%. Das ist schon auch ordentlich. Ich würde sagen, für die nächste Folge werden wir mal gucken, dass wir dafür Wasser und Algen ein bisschen was tun können. Das wird dann auch helfen. Schauen wir nochmal, was wir hier noch so dazu gekriegt haben. Dieser Blumenstreuer ist definitiv auch verführerisch. Da wird Biomasse und 325 Sauerstoff ist auch eine echt gute Menge. Da werde ich sicherlich auch mal noch einen bauen, wenigstens einen. Ich habe halt auch da das Problem, Superlegierung ist einfach nicht so einfach ranzukommen. Saatgutstreuer könnte ich auch, so schlecht sind die nicht. Gut, das ist hier wahrscheinlich, ja, das ist etwa so vielleicht halb so. Na, Biomasse ist hier doch deutlich stärker. Da würde ich wohl denn doch eher hier auf die Blumenstreuer T2 gehen. Braucht zwar die doppelte Menge an Legierung, aber ja, Dünger ist kein Problem. Dünger stellen wir ja her aus Algen und Auberginen im Wesentlichen. Da kann ich reichlich, es ist halt nur die Legierungsgeschichte. Trotzdem vielleicht Blumenstreuer, so zwei Stück. Hier beim Algengenerator ist auch wieder die Superlegierung. Naja, es ist. Naja, wir werden sehen. Wir hatten mal reichlich davon. Lass mal gucken, wo unser Legierungsstand ist. Wir haben noch 11 Stück. Das ist nicht ganz wenig, aber wahnsinnig viel ist es jetzt auch nicht. Ich sollte schon überlegen, wo ich dies optimal einsetzen kann. Wenn ich mir hier die Werte so angucke, ich glaube, Steigerungen bei der Biomasse wären gar nicht übel. Sauerstoff, Wärme, naja. Gut, werden mal sehen. Immerhin geht es wieder vorwärts, vor allem der Terraforming-Index ist doch gut in Bewegung. Jetzt sind wir da auf 120. Ja, ein Mega-Terraforming-Index soll das wahrscheinlich dann heißen. Das ist doch nicht übel. Die Biomasse ist auf Tonnen gewechselt, da kann man doch auch ganz gut mit leben. Ja, es geht wieder vorwärts. Ich bin ganz zufrieden. Kleiner Blick gerade nochmal auf die Energie, das ist kaum runtergegangen. Die drei T2-Kernreaktoren, die sind echt toll. Die werden mich, glaube ich, auch noch eine ganze Weile weitertragen. Alles klar. Gut, dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.